Mai 1945. Hitlers Krieg ist verloren. Vergeltung trifft Schuldige, aber auch Unschuldige. Man zitterte um sein Leben. Man hatte stündlich Angst. Die größte Menschenverschiebung der Geschichte ist auf ihrem Höhepunkt. Flüchtlinge und ehemalige Zwangsarbeiter irren umher. 1,5 Millionen Polen und 12 Millionen Deutsche werden doch ihre Heimat verlassen müssen. Dann hat es geheißen, in einer halben Stunde müssen sie raus sein, wird die Wohnung zugemacht. Schlüssel abgeben, fort. Alle Wertgegenstände, Geld, Schmuck, Sparbücher. Wer was behält und es wird gefunden, wird erschossen. Die Todesangst, die ich damals ausgestanden habe, die hat mir gereicht, dass ich heute vorm Sterben keine Angst mehr habe. Prag, 5. Mai 1945. Drei Tage vor Kriegsende. Tschechische Partisanen stürmen das Rundfunkgebäude. Das ist das Signal zum allgemeinen Aufstand. Und zur Rache. Während dieser ersten Tage, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, hat der Rundfunk immer wiederholt, Hikteje, Polapteje, Umerteje, das heißt, fangt sie, erwischt sie, tötet sie. Gemeint waren die Deutschen. Die Krankenhäuser waren voller Verwundeter. Man hat zum Teil die Verwundeten herausgetragen und auf bestialische Weise umgebracht. Eine Welle der Gewalt erfasst ganz Böhmen und Mähren. Die Opfer, nicht nur Soldaten und Kollaborateure, sondern auch viele Zivilisten. Vor allem Sudetendeutsche, deren Familien zum Teil schon seit Jahrhunderten hier leben. Und da kam einer mit einem aufgepflanzten Bajonett, holte mich raus und stocherte mit dem Bajonett in meinem Rücken herum. Und ich musste allen dort hockenden Deutschen ein Hakenkreuz auf die Stirn malen. Nicht nur den Erwachsenen, dem Kleinkind im Kinderwagen, allen. Man ist zur Arbeit geführt worden und das unter permanenten Schlägen, übergießen mit Wasser, mit kaltem Wasser. Dann mussten wir die Schuhe ausziehen, die Strümpfe ausziehen und so jagte man uns über Glasscherben drüber weg. Das Fürchterliche war, wir haben eigentlich geglaubt, es ist das Ende. Wut und nationaler Taumel nach 7 Jahren Demütigung und Unfreiheit. Die Tschechoslowakei war nach Österreich Hitlers erste Beute in Europa gewesen. 1938 war die Wehrmacht in das sogenannte Sudetenland einmarschiert. Mehr als 3 Millionen Deutsche lebten damals in den tschechischen Grenzgebieten zu Deutschland und Österreich. Und ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Und viele Sudetendeutsche empfingen die Besatzer 1938 wie Befreier. Für die Tschechen war das Verrat an ihrem Staat. Hitler hatte die Großmächte Frankreich und Großbritannien erpresst. Entweder Annexion des Sudetenlandes oder Krieg. In München fand die entscheidende Konferenz statt und Hitlers Coup gelang. In der falschen Hoffnung, dadurch den Frieden in Europa zu retten, gaben die Westmächte nach. Das war für mich ganz schlimm, dass die Westmächte unter Missachtung internationaler Verträge und Abmachungen die Tschechoslowakei verraten haben. Das war ganz schlimm. Hunderttausende flohen aus dem Sudetenland in den Rest der Tschechoslowakei. Vor allem Tschechen, aber auch Juden und deutsche Antifaschisten. Denn mit der Wehrmacht kam die Verfolgung durch Gestapo und SS. Also die Angst, die war berechtigt.
Wir haben in den Zeitungen gelesen, was im Nachbarland Deutschland passiert, dass es dort Konzentrationslager gibt und wie dort mit Antifaschisten umgegangen wird. Also sind vor allem die geflohen, die Antifaschisten waren, Tschechen und Deutsche, aus Angst vor dem, was noch kommt. Doch kaum ein halbes Jahr später war die Wehrmacht dann auch in Prag einmarschiert. Die Tschechoslowakei vernichtet. Ein nationales Trauma. Mai 1945, das Ende der deutschen Minderheit in Prag. Unterschiedslos werden alle enteignet, zusammengetrieben, interniert. Mein Bruder, der hatte eine große Büchse Schweineschmalz und Zucker an sich. Sagt man, was heute konntet ihr nichts anderes retten? Es war an sich die Lebensrettung, denn wir bekamen eigentlich nichts zu essen. Auch deutsche Kinder und Jugendliche sind betroffen. Das Prager Gefängnis Pankraz. Zu Nazi-Zeiten ein berüchtigter Gestapo-Kerker für tschechische Widerstandskämpfer. Nun werden hier auch 14-, 15-Jährige eingeliefert. Kommentar der tschechischen Kinowochenschau. Dies seien Hitlerjungen, darauf gedrillt, Augen auszustechen. Auch der Prager Viktor Denk wird mit seiner ganzen Familie hier eingesperrt. Mein Vater ist dann auch einige Monate später in der nachfolgenden Gefangenschaft an Unterernährung und daraus folgend an Herzversagen gestorben. Im Übrigen auch mein Großvater, damals im hohen Alter, fast 80 Jahre, ist dann auch in der Gefangenschaft verstorben. In diesen Wochen ihren Flüchtlingsscharen aus Schlesien durch Tschechien, warten darauf, in ihre Heimat zurückkehren zu können. Und dann sind wir zurück nach Breslau gemacht. Alles zu Fuß. Jeden Tag 25 Kilometer mit Gepäck. Mein Vater drängte es auch zurück und zu sehen, ob da noch irgendetwas zu machen oder zu retten war. Obwohl man unterwegs uns immer gewarnt hat, wir sollten nicht zurückgehen, in Breslau herrsche die Leichenpest. Die schlesische Hauptstadt ist ein Trümmerfeld, zerstört in einer der wahnwitzigsten Verteidigungsaktionen der Militärgeschichte. Hitler hatte Breslau zur Festung erklärt und befohlen, die Stadt zu halten bis zum Untergang. Es roch sehr, sehr nach Brand. Das rieche ich manchmal heute noch. Wenn es irgendwo brennt, da kommen so diese Vorstellungen. Bei uns war alles Schutt und Asche. Nur Ruinen standen. Wir hatten gar nichts mehr. Wir hatten sowieso nichts. Das haben sie uns unterwegs auch noch weggenommen. Die Breslauer kommen zurück in eine tote Stadt. Zu zwei Dritteln verwüstet. Kein Strom, kein Gas, kein Wasser. Nichts zu essen. Und was wollte man machen? Entweder verhungern oder bunkern, haben wir das genannt. Da sind wir in die Häuser, in die Keller, ob dort noch was war. Oder ich habe meinen Vater dann in so einen Zweiräder gesetzt, bin mit los aufs Land und habe ein paar Kartoffeln geholt. Der Mensch, der gewöhnt sich sehr schnell an alles. Und der einzige Gedanke war ja, ich lebe, also wir leben und wir versuchen weiterzuleben. Die Breslauer wissen damals noch nicht, dass sie schon zur Manövriermasse der großen Politik geworden sind. Wir dachten, es wird alles so werden wie früher. Und wir kommen zurück nach Breslau, da ist Polen rausgewonnen. Sowjetische und polnische Militärs haben die geschleifte Festung Breslau übernommen. Die Opfer von Hitlers Rasse- und Vernichtungskrieg sind nun die Sieger. Und sie nehmen sich auch das Recht der Sieger. Zweimal wurden wir aus einer Wohnung rausgeschmissen, weil das einem polnischen Offizier gefallen hat, die Wohnung. Ne? Also mussten wir raus. Schon vor Kriegsende war die Entscheidung gefallen. Schlesien kommt unter polnische Verwaltung. Die polnische Propaganda verkündet nun, Schlesien sei uraltes slawisches Gebiet, das die Deutschen geraubt hätten. Ein Mythos. Doch für die Breslauer bedeutet das, sie sind plötzlich Menschen zweiter Klasse in ihrer eigenen Stadt. Der polnischen Miliz, also der polnischen Polizei und den Sowjets ausgeliefert. Ich musste mich jeden Tag bei der Kommandantur melden, bei der russischen, um zum Einsatz, Arbeitseinsatz
geschickt zu werden. Und da mussten wir die Steine abklopfen, die sogenannten Trümmerfrauen, und auch noch Leute rausholen, die dann noch unter den Trümmern lagen. Immer mehr Polen strömen in die Stadt, heimatvertriebene Polen. Viele kommen aus Lemberg, auf Polnisch Wow. Bis 1939 war Lemberg die Hauptstadt von Galizien in Ostpolen gewesen. Josef Stalin beansprucht diese Region für die Sowjetunion und er lässt die polnischen Einwohner vertreiben. Schon mitten im Krieg hatten sich die Alliierten darüber verständigt. Wir glaubten das damals nicht. Wir waren der festen Überzeugung, dass Lemberg wieder an Polen angeschlossen wird. Es gab damals zwei Linien auf der Landkarte. Die eine Linie umfasste Lemberg, die andere schloss die Stadt aus. Leider ist es so gekommen, dass wir Lemberg verlassen mussten. Ein ganzes Land wird nach Westen verschoben, ohne Rücksicht auf die Menschen, die dort leben. Solche Bevölkerungstransfers sind für Politiker wie Winston Churchill oder Josef Stalin damals gar nichts Anrüchiges. Im Gegenteil, sie gelten als Maßnahme, um ethnische Konflikte zu lösen. Winston Churchill hatte vorgeschlagen, Polen könne quasi als Entschädigung für seine verlorenen Ostgebiete die deutschen Ostprovinzen erhalten. So wie Soldaten, die seitlich wegtreten, sei das. Und wenn man dabei auf einige deutsche Zehen trete, sei das nicht zu ändern, meinte Churchill. So müssen 1945 hunderttausende polnische Galizier ihre Heimat verlassen. Eine Heimat, an der viele der Lemberger heute noch hängen. Ich habe mir alles noch einmal angeschaut und mich dann auf den Kutschbock gesetzt. Alle Bewohner der Straße kamen heraus, um mich zu verabschieden. Ich konnte nichts sagen. Ich habe geweint. Vertreibung aus dem alten Polen in das alte Deutschland. Schlusspunkt nach 5 Jahren deutscher und auch sowjetischer Besatzung. Unter deutscher Herrschaft wird Lemberg Schauplatz von Massakern an Juden und polnischer Intelligenz. Dann erobert die Rote Armee 1944 Lemberg zurück. Und die Russen beginnen nun, die polnische Bevölkerung Galiziens aus ihrer Heimat zu vertreiben. Nicht nur ich musste gehen. Wir alle. Sogar Ukrainer sind mit uns gegangen. Und die Juden. Was sollten wir tun? Wir wurden gezwungen, die Stadt zu verlassen. Man hat auch dort eine ethnische Säuberung durchgeführt. Die Menschen kamen hierher und wollten normal leben. Es gab auch viele Juden, die sind hierher gekommen. Die konnten wieder normal leben. Verstehen Sie? Normal leben. Alle wollten den Albtraum der Besatzungszeit vergessen. Damals war niemandem zum Lachen. Hunderttausende Flüchtlinge aus Ostpolen und Siedler aus Zentralpolen suchen 1945 in Schlesien eine neue Existenz. Nicht nur in der Großstadt Breslau, auch auf dem Land. So hier im Kreis Falkenberg östlich von Breslau. Die polnischen Flüchtlinge nehmen die deutschen Dörfer in Besitz. Es kamen Milizianten und die brachten polnische Leute mit. Und das waren zwei Lehrerinnen, was wir nachher erfahren haben, die Deutsch sprachen. Und schubsten uns zur Seite und welche Zimmer wolltet ihr und so weiter. Und sie haben dann gesagt, das und das und das, haben aber immer wieder gesagt, wir sind auch vertrieben von den Russen. Und für mich jetzt als Junge, es war ein bisschen hart. Ne? Plötzlich durfte man nicht mal dahin, wo man wollte. Und dann hat eben meine Mutter uns klargemacht, dass eben diese Familien das auch mussten. Eine dieser Familien hatte ein kleines Töchterchen, die Batschka. Und wir haben natürlich dann mit ihr gespielt, sodass uns Kindern auch die anderen Räume noch offen standen. Schlesien soll polnisch werden, ein für alle Mal. Das ist das politische Ziel Warschaus. Wer keine polnischen Vorfahren hat oder sich nicht zu Polen bekennt, für den ist kein Platz mehr hier. Dorf für Dorf wird durch die Miliz von Deutschen gesäubert. Vormittag haben sie umzingelt und das Dorf nicht. Und kam einer rein und sagte, wir sollen in einer halben Stunde fertig sein. Nicht?
Und wir sollen nichts abschließen, offen lassen alles. Und wer abgehauen, der wäre gleich erschossen. Die haben geschossen gleich auf uns. Die deutschen Bewohner von 30 Dörfern des Kreises Falkenberg werden nach und nach in das Arbeits- und Internierungslager Lambsdorff geschafft. Bisher ein Lager für russische Kriegsgefangene. Über 40.000 von ihnen waren hier in deutscher Gefangenschaft zu Tode gekommen. Die Deutschen aus den umliegenden Dörfern müssen die Massengräber nun öffnen, bewacht von polnischer Miliz. Die besteht meist aus jungen Männern um die 20. Das Lager Lambsdorff wird für die Internierten zu einem Ort des Schreckens. Vom Moment der Einlieferung an. Ich bin in dieser Zeit des Tages von ungefähr 11 Uhr vormittags bis 6 Uhr nachmittags dreimal besinnungslos geschlagen worden. Und das Wort Angst, also für mich war es so, ich hatte keine Angst mehr. Ich habe dann im Prinzip nur gedacht, bald bist du tot. Vom Lager selbst ist kaum mehr etwas übrig. Doch die Erinnerung an die Gewalt der Miliz ist geblieben. Die hatten gehabt in den Stiefel die Gummiknippel, nicht? Oh, die haben ja so richtig gehabt, wenn sie hatten angetrunken, exerzieren und wieder dreschen. Die Leute hauen. Wie viele Männer sind dort geblieben, was die Älteren tot gemacht haben? Ich glaube, und das glaube ich fest, man kann diese Gräuel eigentlich nicht schildern. Man hat auch als Selbstbetroffener abgeschaltet. Das war wie ein Brett. Man ging und wusste nicht, welche Beine sich nach vorwärts bewegten. Wir haben jeden Abend gemeinsam um einen guten Tod gebetet. Wortführerin dieser Gebete war diese Lehrerin und meine Mutter. Und die Lehrerin, solange sie noch bei uns in der Stube saß, hat immer eingefügt ein Gebet für unsere Peiniger, dass Gott ihnen gnädig sein soll. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen gehen von rund 1.500 Todesopfern in Lambsdorff in den Jahren 45 und 46 aus. Es gibt aber auch Schätzungen, die von mehr als 6.000 sprechen. Jetzt, nach über 50 Jahren, werden die Massengräber markiert und gepflegt. Lambsdorff ist ein Extremfall, doch kein Einzelfall. Es gab Dutzende polnische Arbeits- und Internierungslager für Deutsche. Orte der Rache, Reservoir für billige Arbeitskräfte. Aufbewahrungsort für Menschen, die Platz machen mussten für die polnischen Siedler. Schätzungsweise 200.000 bis 300.000 Deutsche haben das Lagerdasein in Polen erlebt. In Breslau leben 1945 noch zu viele Deutsche, als dass man sie alle in Lager stecken könnte. Die polnischen Zuzügler und die alten Breslauer versuchen, sich aus dem Weg zu gehen. Auf beiden Seiten herrschte Abneigung und Angst. Keiner suchte den Kontakt. Ich habe so komisch polnisch gesprochen, da haben sie immer gesagt, Niemka, Niemka. Also Deutsche, Deutsche, nicht? Und das war für mich furchtbar schlimm, weil ich Angst gehabt. Ich habe Angst gehabt. Nur auf dem Schwarzmarkt kommt man miteinander in Berührung. Geschäfte gab es nicht. Also was haben wir gemacht? Meine Mutter hat alles, was wir hatten, so Handtücher und irgendwelche Sachen, die haben wir dann auf den Markt gebracht, da wurde verkauft und für das Geld wurde eingekauft. Alles zum Essen, was man brauchte. Und dann war ich auf dem Schwarzmarkt zu allerletzt mit meinem Mantel. Denke ich, den musste heute loswerden. Und da waren immer Russen und Polen. Und da kam eine Russin. Und was du willst, sag ich, 1.000 Zloty, und da haben sie zwei Brote dafür gekriegt, mehr nicht. 900, nein, sag ich, 1.000 Zloty.
Und da zieht die den Revolver. Und ich war schon immer frech und ruppig. Da sage ich, schieß ruhig, den Mantel kriegst du nicht. Und hinter mir stand ein Pole, der sagt, Frauen nicht geben. Nee, sag ich, die kriegt der noch nicht. Und da hat sie noch rumgezettert und ist abgehauen. Und das war aber jetzt der größte Witz, da kommt eine Polin. Und eine Frau, wieder. Na, sag ich, 1000 Zloty. Nix, 900. Was wollte ich machen? Ich habe müssen für 900 Zloty den Mantel geben. Na, da habe ich ein Brot gekriegt und so ein Stückchen Wurst und das war alles. Breslau, 1945. Treffpunkt der Heimatlosen. Die Polen sind noch nicht richtig angekommen, die Deutschen noch nicht ganz fort. Verwaltung und Polizei funktionieren noch nicht. Oft gibt es Überfälle und Willkür. Im Herbst 1945 telegrafiert der amerikanische General Eisenhower nach Washington: Die Methoden der polnischen Verwaltung verursachten eine neue große Fluchtwelle der Deutschen nach Westen. Die Todesrate in den Lagern sei extrem hoch und es bestehe die Gefahr von Epidemien, die ganz Europa und auch die US-Truppen bedrohen würden. Auch die Tschechoslowakei ist seit Kriegsende von einem Netz von Internierungs- und Arbeitslagern für Deutsche überzogen, durch die insgesamt rund 350.000 Menschen gegangen sind. Häufig werden Einrichtungen der Nazis weitergenutzt, zum Beispiel in Theresienstadt. Berüchtigt durch das Ghetto, in dem die Nationalsozialisten Juden aus ganz Europa, vor allem aber aus der Tschechoslowakei, zusammengepfercht hatten. Für viele Zwischenstation vor der Vernichtung in Auschwitz. Neben dem Ghetto liegt die sogenannte Kleine Festung. Unter der Nazi-Herrschaft war sie Gestapo-Gefängnis gewesen. 2600 Nazi-Gegner waren hier ums Leben gekommen. Deutsche Gefangene müssen die Toten nun exhumieren. Unter den Gefangenen sind Soldaten und einige SS-Leute. Meist aber Zivilisten. Auch Frauen, Alte und Kinder. Unter ihnen Viktor Denk. Vom Prager Gefängnis Pankraz wird er hierher nach Theresienstadt verlegt. Über dem Tor wehte eine Rotkreuzflagge. Ja, die hat uns ein bisschen mit Hoffnung erfüllt. Aber wir mussten zunächst mal stundenlang da stehen. Im Laufe des Vormittags öffneten sich die Tore und dann hieß es im Laufschritt Marsch. Und da standen schon starke Männer mit Axtstielen, die oben mit Blech beschlagen waren und schlugen auf uns ein. Und wehe, wenn einer gesagt hat, er war Antifaschist, das war das Schlimmste. Der wurde dann noch schlimmer geprügelt, bis er dann aus der Not heraus irgendwas zugegeben hat. Der neue Kommandant Alois Pruscher. Besuchern zeigte er die Instrumente des Naziterrors. Er hatte selber unter ihnen gelitten. Pruscher war unter den Deutschen Häftling in Theresienstadt gewesen. Nun wird er zum Täter. Kapitän Pruscher, der hat uns immer wieder gesagt, ihr braucht euch gar keine Mühe zu geben, ihr kommt hier nicht mehr heraus. Und auch seine Mitarbeiter in Anführungszeichen haben uns immer wieder gesagt, dass wofür die Nazis 4-5 Jahre gebraucht haben, das bringen wir in 4-5 Monaten fertig. Die britische Zeitung Daily Mail berichtet damals, die Essensrationen seien niedriger als zu Nazi-Zeiten. So sterben hier in Theresienstadt auch nach dem Kriegsende Menschen. Warum ich nach Theresienstadt gekommen bin, habe ich keine Ahnung. Mit 14 Jahren ist man noch kein Kriegsverbrecher. Und es gab in Theresienstadt ja auch veritable Antifaschisten, es gab auch Juden. Wir waren Deutsche und das reicht. Das reicht. Alois Pruscher wird im Sommer 1945 abgelöst und wegen Unterschlagung und Übergriffen in Untersuchungshaft genommen, doch nicht verurteilt. Edvard Beneš, der erste tschechoslowakische Präsident nach dem Krieg, erlässt eine Amnestie für alle Verbrechen, die, Zitat, eine gerechte Vergeltung für Taten der Okkupanten zum Ziel hatte. Die Amnestie ist bis heute noch gültig, genauso wie die sogenannten Beneš-Dekrete.
Durch einige dieser Dekrete verlieren die Deutschen und auch die ungarische Minderheit in der Tschechoslowakei ihre Rechte und ihr Eigentum. Ihr Besitz wird unter nationale Verwaltung gestellt. Brünn, tschechisch Brno, Hauptstadt von mehr als 50 Kilometer nördlich der österreichischen Grenze. Im Mai 1945 feiern die tschechischen Einwohner Brünns die Befreiung vom Nationalsozialismus. Präsident Benesch kommt zu Besuch und erklärt auch hier sein politisches Ziel: die Vertreibung aller Deutschen aus der Tschechoslowakei. Allen sei klar, dass die Liquidation des deutschen Problems vollständig sein müsse, sagt er. Die Sudetendeutschen seien für die Taten der Nazis kollektiv verantwortlich. Wie fast überall in der Tschechoslowakei und manchmal auch in Polen müssen die rund 55.000 deutschen Einwohner von Brünn, und das sind damals rund ein Viertel, Kennzeichen tragen. Zum Beispiel weiße Armbinden. Sie hatten keine Rechte. Man hat sich nicht getraut, irgendwas zu sagen. Man wusste ja nicht, ist irgendwo ein Steinbruch, wo man dann reingeführt und erschossen wird. Wir haben zwar Lebensmittelmarken bekommen, aber nur die Ration, die die Juden im Deutschen Reich gehabt haben. Selbst Juden deutscher Nationalität müssen gelegentlich das weiße Band tragen. Dass sie auch unter den Nazis verfolgt waren, schützt sie nicht immer vor weiterer Entrechtung, diesmal als Deutsche. Wir haben in den tschechischen Zeitungen Bilder gesehen von den befreiten KZs. Wir wussten, was mit den Juden passiert war. Und wir haben nur eins gehabt: Angst. Wenige Wochen nach dem Besuch von Präsident Benesch beschließt der tschechische Nationalausschuss von Brünn eine radikale Aktion. Die arbeitsfähigen deutschen Männer werden interniert, alle anderen Deutschen innerhalb von 24 Stunden vertrieben. Umgesetzt wird der Beschluss von bewaffneten Zivilisten, die sich als Revolutionsgarden oder Partisanen bezeichnen. Meine Mutter hat aufgemacht und da standen zwei oder drei eben diese Partisanen, schwer bewaffnet, Maschinengewehr und Pistole in der Hand. Wir müssen innerhalb 10 Minuten die Wohnung verlassen und müssen uns vom Haus aufstellen. Und dann wurde uns gesagt, wir müssten alles abliefern, was an Wertgegenständen vorhanden ist. Geld, Sparbücher, Schmuck. Die 10 Minuten waren rum und schon ist der Tscheche mit dem Gewehr gekommen und hat uns aus der Wohnung raus. Meine Mutter ist noch schnell zurück und hat in jedem Zimmer so ein Kreuz gemacht. Sie hat wahrscheinlich geahnt, dass wir nicht mehr zurückkommen. Über 20.000 deutsche Einwohner Brünns werden zusammengetrieben und dann gezwungen, nach Süden zu marschieren. Richtung österreichische Grenze. Rechts und links sind die bewaffneten Partisanen neben uns gegangen und dann ging der Marsch los. Und aus allen Nebenstraßen und Hauptstraßen und Plätzen sind die ganzen Menschen gelaufen. Und da hat sich innerhalb 3-4 Stunden ein endlos langer Zug gebildet. Es hat aber auch Tschechen gegeben, das habe ich dann gehört, die haben sich hinter dem Vorhang versteckt, die haben sich, das, für die war das furchtbar. Die konnten das kaum ertragen, die haben sich für ihre eigenen Leute geschämt. Stehen bleiben konnte man nicht, weil es geheißen hat, wer stehen bleibt, wird erschossen. War so klipp und klar und mehrfach geäußert, wer stehen bleibt, wird erschossen. Wir kamen dann gegen Mittag an den Stadtrand. Da gab es dann schon die ersten Toten, die ersten Sterbenden, weil es war furchtbar heiß und die alten Menschen meistens, die konnten ihr bisschen Gepäck kaum tragen. In den Straßengräben da lagen unzählige Gepäckstücke, die haben das weggeschmissen. Wenn jemand zusammengebrochen ist, die haben ihn mit den Peitschen so lange geschlagen, bis er aufgestanden ist. Oder wenn er nicht mehr konnte, da wurde er in den Straßengraben gestoßen. Jaroslav Klejnovský war damals tschechischer Soldat. Nach Jahren des Kampfes im Untergrund wird er auf dem Heimweg nach Brünn zufällig Zeuge. Ich habe gekämpft im Krieg gegen deutsche Männer. Ich habe abgelehnt, nach dem Krieg mit Frauen zu kämpfen. Das war doch etwas unmöglich. Für mich ganz ausgeschlossen. Das war für mich Verbrechen. Dabei hat Jaroslav Klejnovský keinen Grund, besonders feinfühlig gegenüber Deutschen zu sein.
Sie dürfen nicht vergessen, dass meine besten Freunde auf sehr, sehr schwere Weise umgebracht wurden. Sie müssen das begreifen. Ja? Die Mehrzahl meiner Mitkämpfer und Freunde, darunter auch mein Mädel, ja, wurden hingerichtet im KZ Mauthausen, 14 Tage vor der Befreiung des KZs von Amerikanern. Aber auch damals habe ich abgelehnt, sich zu beteiligen, auf diese Weise. Das war für mich ganz ausgeschlossen, ganz ausgeschlossen. Pohrlitz, 27 Kilometer südlich von Brünn. Wer zu schwach ist, weiter zu marschieren, wird hier interniert. Das sind Tausende, ohne Verpflegung. Bei katastrophalen hygienischen Bedingungen. Ruhr- und Typhusepidemien brechen aus. Als dann das große Massensterben begann, hat sich der Leichengeruch auch über den Ort Pohrlitz verbreitet. Und da hat die Bevölkerung Angst bekommen, dass sie durch die Seuchen, dass da die einheimische Bevölkerung auch krank wird. Es sind auch einige dann krank geworden. Und dann hat man die Schwerstkranken und die Sterbenden hat man dann zusammengelegt. Unter den Schwerstkranken sind auch die Großeltern. Ein letzter Besuch. Wir sind also zu meinen Großeltern und es war ein furchtbarer Abschied, weil ich habe meine Großeltern wirklich sehr, sehr geliebt. Und wenn man sie dann da schon fast sterbend am Boden liegen sieht. Und meine Großmutter hat die Hände gefaltet und hat gesagt, Gretele, nimm uns mit. Den Anblick werde ich auch nie vergessen können. Und meine Mutter hat gesagt, ich kann euch nicht mitnehmen. Ihr könnt euch ja nicht einmal mehr bewegen oder aufstehen. Es ist völlig unmöglich. Aber meine Mutter hat ihnen versprochen, sie holt sie raus. Aber das war ja... Sie hat ja gewusst, es wird nie möglich sein. Die Großeltern wird sie nicht wiedersehen. Wahrscheinlich sind sie hier umgekommen und irgendwo beerdigt. Über 800 Opfer hat der Marsch mindestens gekostet. Manche Schätzungen sprechen von über 4000. Vielleicht würden Sie fragen, was könnte ich dagegen machen? Überhaupt nicht. Ich werde sofort wie auch niedergemacht, ja, ohne weiteres. Ja. Das war kein Problem damals, kein Problem. Der Leiter der Brünner Revolutionsgardisten, Bedrick Bocorni, erhält wenig später eine Belobigung für, so wörtlich, die zielbewusste Energie, mit der er seinen Dienst versehen habe. Und er wird ins Prager Innenministerium versetzt. Bocorni hatte im Krieg Kontakt mit der Gestapo gehabt. Kein Einzelfall bei den Revolutionsgarden. Auch dieser Trupp steht unter dem Kommando eines Denunzianten, František Vogal. Mit Uniformteilen der Wehrmacht bekleidet, misshandeln diese Männer in Mierölschau bei Pilsen gefangene deutsche Soldaten. Vor allem diese Revolutionsgarden sind es, die Angst und Schrecken in die überwiegend deutsch besiedelten Grenzregionen Tschechiens tragen. Auch nach Aussig, tschechisch Usti, rund 30 Kilometer südlich der Grenze zu Sachsen. Gleich nach Kriegsende hat hier die Vertreibung begonnen. Wir hatten eine Doppelhaushälfte, die eine bewohnte meine Großmutter und die andere Seite bewohnten wir. Und da kam eine tschechische Familie mit ein paar bewaffneten Leuten und die haben uns aus unserem schöneren Teil herausgeworfen und haben gesagt, wir müssen das Haus verlassen. Und wir sind dann zu der Großmutter ins Nebenhaus gezogen. Das war ohne jede Vorwarnung, sondern die hatten Gewehre dabei und haben barsch gesagt, raus hier aus dem Haus, ihr habt nichts mehr zu suchen hier. Und wir sind dann rübergegangen. Naja, dann war das Nächste, dass alle Reichsdeutschen heraus mussten. Bis 31. Mai mussten alle die, die nach dem Anschluss 1938-39 hereingekommen waren, mussten also das Land verlassen. Na ja, gut, das haben wir noch gar nicht so als Ausweisung angesehen. Und dann ging es los. Im Juni ging es los, dass also im Stadtteil Pockau begann die erste Ausweisung. Also egal, wer was war, er war deutsch, er musste gehen. Ende Juli 1945. Züge voller Revolutionsgardisten kommen in die überwiegend deutsch bewohnte Stadt. Und was dann passiert,
ist bis heute nicht restlos aufgeklärt. Es flog ein Flugzeug ganz langsam über uns weg. Eine halbe Stunde später gab es also eine Detonation. Und mein erster Gedanke war, also dieses Flugzeug muss eine Bombe geworfen haben. Ein Munitionslager im Stadtteil Schönpriesen fliegt in die Luft. Eine Fliegerbombe war nicht der Grund, so viel ist sicher. Doch bis heute ist nicht eindeutig geklärt, was die Explosionen ausgelöst hat. Und von dem Moment an ging es los. Da hat man draußen die Leute nur rennen hören und rufen hören, sollen alle zu Hause bleiben, soll niemand rausgehen. Auf die Revolutionsgarden wirken die Explosionen offenbar wie ein Signal. Die Jagd auf alles, was die weiße Armbinde der Deutschen trägt, beginnt. Die kamen sogar über den Hang runter, überall, wo sie sich durchquetschen konnten, über den Zaun, gebrüllt, geblägt, Knippel in der Hand und Zeug. Das hat Minuten nur gedauert, da war der Platz voll von den Jägern und die mit den weißen Armbinden, das waren die Hasen. In den Betrieben von Aussig ist gerade Schichtwechsel. Nichts ahnt, laufen viele der deutschen Arbeiter in ihr Verderben. Die Brücke über die Elbe wird für viele zur Todesfalle. Die Armbinde wurde mir heruntergerissen und von da an war ich freiwillig. Ich konnte das einfach nicht begreifen. Ich habe nur ein Gefühl gehabt, sowas gibt's doch nicht. Das ist ja Mord. Ich habe nur ein Gefühl gehabt, nix wie weg. Und das nächste Gefühl war, wenn die mich erwischen mit der Armbinde in der Tasche, die schlagen mich tot. Am Morgen danach kommt eine Delegation, angeführt von Verteidigungsminister Swoboda und Innenminister Nosek, nach Aussig. Doch kein Wort über das Blutbad vom Vortag. Die Delegation ist vorgeblich gekommen, um die Ursache der Explosion zu untersuchen. Und das Ergebnis steht schnell fest. Sabotage durch Deutsche. Kommentar der tschechischen Wochenschau: Die fünfte Kolonne des Faschismus wird zerschlagen werden. Aussig bedeutet eine Lehre, dass man mit den Schädlingen hart und kompromisslos umgehen muss. Viele deutsche Bewohner von Usti ziehen ihre eigene Lehre. Da sind wir alle freiwillig gegangen. Das heißt, ich meine, natürlich auch vertrieben, ja, aber mein Vater wollte nicht mehr drin bleiben. Zur gleichen Zeit in Potsdam. Winston Churchill, Harry Truman und Joseph Stalin kommen zur entscheidenden Konferenz, die das Schicksal Deutschlands besiegeln wird. Die großen drei bestätigen noch einmal, dass Polen nach Westen verschoben wird. Und sie geben der Vertreibung der Deutschen aus den ehemaligen Ostgebieten, aus der Tschechoslowakei und auch aus Ungarn ihre Zustimmung. Die Begründung? Diese Minderheiten seien immer wieder Zündstoff für Konflikte und Krieg gewesen. Das Ziel sind ethnisch reine Nationalstaaten. Allerdings fordern die Westmächte von Polen und der Tschechoslowakei, die wilden Vertreibungen sofort einzustellen. Aktionen wie in Brünn lösen Empörung in den USA und Großbritannien aus. Churchill und Truman fordern einen geregelten und humanen Transfer. Die Alliierten setzen Kommissionen ein, die die Aussiedlungsaktionen begleiten und darauf achten sollen, dass die vereinbarten Mindeststandards eingehalten werden. Jeder Aussiedler hat das Recht auf 50 Kilo Gepäck und 1000 Reichsmark. Anerkannte Antifaschisten können einen Teil ihres Hausstandes mitnehmen. Für den größten Teil der Deutschen in der Tschechoslowakei und Polen wird der formal korrekte Transfer im Verlauf des Jahres 1946 zum Regelfall. Auch Viktor Denk kommt 1946 nach der Internierung in Theresienstadt in ein tschechisches Ausreiselager. Wir hausten da in Baracken, aber das war für uns natürlich schon ein ungeheurer Fortschritt gegenüber dem, was wir bisher in Theresienstadt hatten, sozusagen in Vollpension. Ebenso Ingeborg Neumeier. In einem Dorf an der österreichischen Grenze hatte sie Zwangsarbeit leisten müssen. Bis zur Aufforderung, die Tschechoslowakei endgültig zu verlassen. Wir wurden entlaust und kamen dann in einen Transport, der bestand aus lauter Viehwaggons. Da waren in einem Waggon ungefähr 50, 60 Personen. Im Spätherbst 1946 ist die Vertreibung der über 3 Millionen Deutschen aus der Tschechoslowakei so gut wie abgeschlossen.
Der Zug nach Deutschland für viele eine Erlösung, trotz des Verlustes der Heimat. Wir haben natürlich bis zum Schluss die Angst gehabt, dass man sich das anders überlegt. Also die große Erleichterung kam erst, als wir endlich mal in Deutschland waren. Ich kann mich an das Gefühl noch erinnern, wir sind da gesessen in dem Viehwaggon, die Beine haben runtergebaumelt und haben das mit einem hohen Bogen rausgeschmissen und gesungen. Und es war ein wahnsinniges Gefühl, obzwar man gar nicht gewusst hat, was auf einen zukommt. Gell? Auch in Wroclaw, dem ehemaligen Breslau, geht der Anteil der deutschen Einwohner 1946 stetig zurück. Schließlich sind es nur noch ein paar Tausend. Wir sind dann Ende 1946 aufgefordert worden, das Land zu verlassen oder für Polen zu optieren. Und das wollten wir nicht und da mussten wir Breslau verlassen. Für Polen optieren, also die polnische Staatsbürgerschaft annehmen. Manchem Oberschlesier ist die Heimat wichtiger als die Staatsangehörigkeit. Für 25 Zloty Gebühr können sie Polen werden. Für Erika Tomala ist das die Rettung aus dem Lager Lambsdorff. Der Vater hat dann Wenke nach Falkenberg. Haben sie ausgekauft. Für 25 Zloty sind wir ausgekauft, für Deutschen, nicht? Viele hundert Jahre gemeinsamer Geschichte zerstört in nicht einmal 13 Jahren tausendjähriges Reich. In regelmäßigen Abständen gingen an der Seite polnische Soldaten mit Maschinengewehren und brüllten die Leute an, schneller, schneller. Ich habe damals gedacht, dass es schrecklich ist, was mit den Menschen passiert und wie man sie behandelt. Aber Mitleid hatte ich wenig. Erst später wurde mir bewusst, dass das ungerecht war. Genauso ungerecht wie die Tatsache, dass wir Lemberg verlassen mussten und nach Breslau gehen mussten, obwohl wir das gar nicht wollten. Ich persönlich freue mich immer wieder, wenn ich nach Schlesien fahren kann. Für mich sind die jetzt da Geborenen eben auch Schlesier. Mit polnischer Sprache, währenddem ich mit denen ich hinfahre, wir sind Schlesier mit deutscher Sprache. Kein Hass, keine Vergeltung. Blick zurück auf eine verlorene Heimat. Nicht nur in Schlesien, in Ungarn oder dem Sudetenland, sondern auch in Rumänien und Jugoslawien, wo seit dem Mittelalter auch Deutsche zu Hause gewesen waren.